Muss ich erstmal sagen, ich muss auch wieder hoch. Oh. Muss den nur nochmal hoch, wenn er dann ins Bettchen geht. Oh. Das heißt, so lange haben wir erstmal wieder Zeit. So. Das Dorf zurückzurollen? Ja. Danke. So. Dann. Fachchen. Ja, Stufenanpassung. Na, wenigstens das und keine Inni. Hiermit erkläre ich die Verhandlung im Namen Halones für eröffnet. Möge die Anklage vortreten. Grenon von Semael, wie lautet eure Anklage? Ich, Grenon aus dem Hause Semael, Ritter der Azurgarde, beschuldige diese beiden Fremden der Verschwörung zur Häresie. Die Angeklagten mögen vortreten. Alfino Levieux Tatarotaro, ihr habt die Anklage vernommen. Gesteht ihr eure Schuld? Oder wollt ihr euch gegen die Vorwürfe wehren, im Kampf, wie es Halone würdig ist? Ich, Alfino Levieux, weise jegliche Schuld entschieden von mir und werde meine Unschuld im Kampf beweisen. Ich bin Tatarotaro und ich bin auch unschuldig. Ah. Aber ich kann nicht kämpfen und deshalb möchte ich eine Vertreterin nennen. Die Regeln erlauben eine Vertretung für Minderjährige, Alte, Gebrechliche und Kampfuntaugliche. Also gut, wer soll an deiner Stadt kämpfen? Nee, ich mach jetzt einfach mal so ein Aragorn-like. So, einmal Tür aufstoßen. Tada, da bin ich. Vor allem so richtig siegessicher, ey. In echt schlotter mir die Knie. Danke, dass du gekommen bist. Machen wir dieser Scharade ein Ende. Ach komm. Wir kriegen auf die Fräse. Eventuell. Aber der Rüstung ist cool. Sie kommen gleich hinter Gittern. Halone, wir bitten dich um ein gerechtes Urteil. Führe den zum Sieg, der im Recht ist, und bestrafe den, der die Unwahrheit spricht. Ah ja, das wird toll. Meine Leidenschaft.
glaube, wenn du, sollten wir zwischendurch auch mal Alupino dann helfen. Noch hat Alpino Leben. So. Setzt ihn jetzt mal frei. Jetzt zieht ihm einfach immer weiter das Leben ab, ne? Und er liegt am Boden. War wohl ein Lügner. Du hast es geschafft. Juhu. Der Kampf ist beendet. Halone hat die Urteile gesprochen. Die Angeklagten Alpino Levillier und Tataru Taru sind der Häresie nicht schuldig. Fahndung ist geschlossen. Die Angeklagten können gehen. Ja. Man soll mich dafür gerne ein Ketzer nennen, aber ich lege mein Leben doch lieber in deine fähigen Hände, als in die der geehrten Halone. Danke dir. Du hast Tataru und mich vor einem Todesurteil bewahrt. Mal wieder. Du hast einen grandiosen Kampf gezeigt, wie du vorgetreten bist, um für deinen Freund einzustehen. Einfach unübertrefflich. Hier, ich habe etwas für dich. Zur Feier des Tages. Mit diesem Pfeife kannst du einen schwarzen Schokobo rufen. Hier kommt er schon. Oh! Ich habe einen schwarzen Schokobo! Ernsthaft? Das Hütchen darauf müsste nicht sein, aber... Oh mein Gott, ist das süß! Ist er nicht prächtig? Die glänzenden Federn, die starken Schwingen geboren, um eine Heldin wie dich zu vertragen. Oh, hallo. Ich finde dich toll. Wie knuddeln. Schokobos haben beim Hochtribunal außerhalb des Zeugenstandes nichts verloren. Raus mit ihm. Hey! Lass mein Schokobo in Ruhe. Hey, gib mir mein Schokobo. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit hier. Gib, hallo, ich will mein Schokobo, ja? Windätherquellen nun zugänglich. Du hast ein fliegendes Reittier erhalten. Der schwarze Schokobo kann wie ein normales Reittier geritten werden. Hebt er sich aber unter bestimmten Voraussetzungen auch in die Luft. Um in einem Areal der Spielwelt fliegen zu können, musst du dich erst mit allen Windätherquellen, die in dem Arsenal verteilt sind, und an deren speziellen Ätherwindströmungen herrschen, harmonisieren und die zu bündeln. Manche Quellen werden erst im Verlauf bestimmter Haupt- oder Nebenaufträge zugänglich. Du hast einen Ätherkompass erhalten, der Richtung und Distanz zu der nächsten Windätherquelle anzeigt. Solltest du den Kompass verlieren, wird Gibrillon im vergessenen Ritter für Ersatz sorgen. Dein Fortschritt bei der Suche nach Windätherquellen kannst du im Hauptmenü unter Karte und Transport einsehen. Sehr geil. Schokobo. Jetzt warte mal. Da. Weiß hier Verzeichnis. Da ist er. Flug Schokobo. Ist sehr, sehr cool. Aber natürlich erzählt der Stadt noch nichts von, aber...
Ja. Mal dahin. Wo ich mich hier noch endgültig verlaufe. Was ist aber auch los hier? Ich weiß nicht, was los ist. Pärchen. Die Gerechtigkeit hat obsiegt. Was bin ich glücklich, meine Gäste wieder vorbeiten unter meinem Dach begrüßen zu dürfen. Für einen Moment sah es nicht gut aus. Ihr hattet schließlich zwei Azur-Ritter vor euch. Aber die Kriegerin des Lichts und der Enkel Luiso sind eben auch keine zu verachtenden Gegner. Die Niederlage der Azur-Ritter wird sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreiten. Wer sind diese bärenstarken Begleiter von Immerlane, wird man sich fragen. Oh mein Gott. Dem würde ich echt gern reden. Den da mag ich mittlerweile. Er ist kacke. Ich bitte die Störung zu entschuldigen. What? Ein Bote der Kurie hat irgendeine Nachricht übermittelt. Der Papst wünscht, die Dame samt Pfote zu sprechen in einer persönlichen Audienz. Ist der Papst eine persönliche Audienz? Das ist eine große Ehre. Ja, eine persönliche Audienz wird in der Tat nicht jedem gewährt. Allerdings frage ich mich, warum der Papst ausgerechnet jetzt. Aber das spielt keine Rolle. Du solltest sofort Folge leisten und dich zur Erzbasilika begeben. Vor der Erzbasilika erwartet euch ein Priester, der euch zu seiner Heiligkeit geleiten wird. Oh mein Gott, was ist denn los? Ich kann ja gar nicht lesen heute. Ich will eigentlich nur mal ein Schokobo ausprobieren, ne? Wisst ihr das? Boah, ja, ernsthaft? Muss ich... Nee. Nee. Lass mich mal. Lauf, Forest! Lauf! Hier. Wir haben eine Einladung. Eure Exzellenz, die Kriegerin des Lichts ist hier. Da. Ich habe bereits von dir gehört, Abenteurerin. Emmerich hat mir von Halones Urteil berichtet. Ich bin Thordan der Siebte. Geistliches und weltliches Oberhaupt Ishgards. Ich kenne die Stimme irgendwoher, aber woher nur? Ich danke euch, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Leider tragen mich meine alten Knochen nicht mehr so wie in jüngeren Tagen. Wie ich hörte, wurdet ihr zu Unrecht der Häresie angeklagt. Ein bedauerlicher Hallo, Luna. Meiner übereifrigen Spitze. Was? Nicht wahr, Seferin? Was? Was? Ah! Ach, bist du jetzt auch? Ja, unbedingt. Verzeiht, Eure Exzellenz, es müssen uns falsche Informationen zugetragen worden sein. Pärchen. Daraufhin erhob Ritter Grinot unrichtigerweise Anklage. Dafür bitte ich um Vergebung. Er tat, was er für Ishgard als das Beste erachtete. Dennoch ein unnötiger Fehler. Denn wer wollte die Bezwingerin von Shiva und Verteidigerin des Schicksalsweges
übler Machenschaften bezichtigen. Nichts läge mir ferner. Seferin, ich werde mich mit meinem Gast allein unterhalten. Werdet ihr das? Aber Eure Exzellenz. Ha. Hinfort. Wie ihr wünscht. Ihr habt seine Exzellenz gehört. Gehen wir. Hinfort mit euch. Das Schwert ist geil, das will ich haben. Emmerich, verlass mich nicht. Bleib. Jetzt wird umgebracht. Wir werden wieder beschuldigt. Wie du siehst, ist es in meiner Position gar nicht so einfach, ein Gespräch unter vier Augen zu führen. Kommen wir zur Sache. Was weißt du über die Ashians? Nichts. Ich nehme an, du bist ihnen bereits begegnet. Du als Trägerin des Lichts. Ja, das ist ein oder normal. Auch ich hatte bereits das Vergnügen. Ach, echt? Die Ashians, die dunklen Boten, die unsere Welt ins Chaos stürzen möchten, haben sich an mich gewandt. Stärke versprachen sie mir für den Kampf gegen die Drachen. Natürlich habe ich nicht im Sinn, mich auf die Seite dieser selbstgerechten Bauernfänger ziehen zu lassen oder nach ihrer Pfeife zu tanzen. Doch sie abzuweisen, ohne ihr Motiv zu kennen, das wäre töricht. Also heuchelte ich Interesse, um Einblick in die Pläne dieser Ränkeschmiede zu gewinnen. Ja, da habe ich kurz mein Handy auf PC gewechselt. Okay. Die Zeit wird kommen. Komm zurück. Sicher fragst du dich, warum ich dir das alles erzähle. Weil ich glaube, dass sie nichts mehr fürchten als die Kraft der Kriegerin des Lichts. Ach jo. Wir beide müssen zusammenarbeiten, um Eorzea von diesen Wesen der Dunkelheit zu befreien. Nur so kann bleibender Friede einkehren. Bedenke das. Die Stimme ist cool. So. Nein, wie geil. Jetzt weiß ich, was du meinst, Luna. Oh Mann. Nett. Wirklich nett. Eben für kleine Mikode. Okay, bis gleich. Rennen ja eh nur von A nach B. Ich würde gerne mal wieder in die Welt hinaus. Na gut, ich wollte mich ja sowieso um die Badendinger mal kümmern. Noch diese Sache hier. Mal hinein mit uns. Ach, hallo, Alfino. Da bist du ja wieder. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, als ich hörte, dass der Papst nach dir verlangt. Noch gar nicht so lange weg. Eine Entschuldigung und eine Zurechtweisung der Verantwortlichen? Meine Sorge war also unbegründet. Bei den Göttern. Der Papst hat eingestanden, mit den Ashians in Kontakt zu stehen? Haben sie also ihre Klauen bereits bis hierher ausgestreckt? Nun, dass die Ashians auch schon in Kurtas am Werk sind, hätten wir aus dem Erscheinen eines neuen Primae bereits schließen können. Und von unseren Gefährten fehlt immer noch jede Spur. Ja, toll. Unsere Gefährten? Das hatte ich bei all der Aufregung um die Verhandlung ja ganz vergessen. Was?
Ich hab's von einem Händler gehört, als wir uns in der Schenke umgehört haben. Ach, herrje, was bin ich nur für ein Schussel? General Rauban soll für seine Verbrechen gegen das Sultanat hingerichtet werden, und zwar schon ganz bald. Bitte was? Bitte nicht. Sobald man den Phönix-General aus dem Weg geschafft hat, wird es niemanden mehr geben, der die wahren Umstände des Attentats ans Licht bringen kann. Okay, Rettungsmission? Orchefond mahnte uns zu Recht zu bedachtem Handeln, aber jetzt läuft uns die Zeit davon. Ein wenig, ne? Wir müssen Rauban retten. Und zwar sofort. Ja, guter Plan. Aber ich kümmere mich vorher ein bisschen um meine Bahnfähigkeiten. Ganz, ganz vorher. Weil ich hätte auch gern so ein bisschen bessere Ausrüstung. Das hier war's, glaube ich, ne? Na, nee. Was war das denn? Quatsch. Doch, der musikalische... Doch. Doch. Willkommen zurück, Luna. Doch, das hier ist die... Die Dinges... Quest. Ja. Perfekt. Hier mit drin ist es auch gar nicht so weit entfernt. So, dann kann ich ja jetzt einmal bist du hübsch, mein Kleiner? Bist du hübsch? Ich kann nur noch nicht fliegen. Ich muss mich da erstmal wieder rein. Ich muss mich überhaupt erstmal reinfuchsen. Ja, noch ein schöner Schokopo. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit diesem komischen Kompass funktioniert. So leicht. Immer noch leicht überfordert. Wo bin ich denn? Das ist die größere Frage gerade. Ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist. Ich weiß, dass ich ihn habe. Ich habe ihn da gerade erst bekommen. Ich weiß nicht. Aha. Ach du grüne Nonne. Und, okay. Dann. Was? Richtung Nordwest. Nordwest ist da. Irgendwo. Ist. Ach, wo muss ich überhaupt hin? Luna fliegt voraus. So grüne und es wird so Ewigkeiten dauern, bis ich alles finde. Jupp. Wie es in jedem. Ach du Scheiße. Aber nur in den neuen Gebieten, ne? Nicht in denen, in denen ich schon. Ne? Nicht in den Anfangsgebieten, oder? Du schon fliegen kannst, kannst du. Okay. Das muss ich jetzt hier auf der kompletten Map machen, bis ich komplett fliegen darf, oder wie? Das kann Ewigkeiten dauern.
Ja, gut. Rennen wir erstmal zum Fest. Sie werden die Zerquellen geben. Ach du Scheiße. Und wie zeigen sich die Dinger? Mit blauen Quests oder sind sie diesmal komplett unsichtbar? Und darf jeden ansprechen. Oder durch diese Dinger hier. Okay, na wenigstens etwas. Warte mal, kann ich den nicht irgendwie... Ja, danke. Nee. Muss sein, dass du die letzte Hauptquest die Ätherquelle bekommst. Aha. Ich muss es ja sowieso durchspielen. Südost. Dann in die Richtung. Ich gehe erstmal zur Quest. Hallöchen. Ja, ich will helfen. Also eigentlich nicht, aber... Oh, nicht schon wieder Holzpuppen aufstellen. Ah nee, das ist das andere. Oh Gott. Ah, wo ist die? Nee, da unten. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss unbedingt meinen Dienst hier aufräumen. Unbedingt was wegarbeiten. Da hoch, lass mich da hoch. Ah, dahin muss ich hin. Hui. 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 Dächen. Ich hätte auch schon nach Luna. Ah, coole Waffe. Uah, was bist du denn? Langhaar. Ach du Scheiße. Sechsmal so groß wie ich selber. Weil er verklappt und walzt. Tschüss. Ich bin mal als Heilerin da. Okay. Gerne. Sicher, sicher. Ja, das stimmt. Hier stimmt. Ich sterbe schnell. Manchmal. Ja. Weg mit dir. Oh, Sanson. Und wieder zurück. Ich werde weg hier. Ich werde echt weg. Kann ich nicht einfach mal kämpfen? Einfach nur kämpfen? Sprechen, Sanson. Im ersten Team. Sehr geil. Was kriege ich jetzt? Menuett des Wanderers. Achso, was will ich denn da dran? Da ist es. Oh Gott, welche Kombination muss ich mir dann merken? Wenn ich gerade auf der Hose, wenn man schon durchgehst bist oder beißender Wind. Okay. Absolutes Gehör. Er ist vor FF12 auf 100%, das will ich weitermachen. Ah, schön. Die Balken erweitert. Ach du Kacke. Das merke ich mir niemals im Leben hier.
Das lass mich mal machen. Wo muss ich jetzt denn? Hier im Schnee. Nee, das ist die kaputte Brücke. Oh. Okay. Luna darf wieder Taxi sein. Weißt du, und ich habe mich gefreut, dass ich endlich, ne? Frei bin wie ein Vogel. Ja. Irgendwann wieder. Ist das dann mit jedem Addon so? Dass ich mir das Fliegen wieder erkämpfen darf? Oh. Ich weiß, womit ich meine Abende verbringen werde. Tachchen. Oh, Tachchen. So. Wir wollen hier nachher schnell weiter mit Hauptquests machen. Ach ja. Naja, ich habe wenigstens einen Grund, die ganzen Dinger zu finden. Dann kann ich Kai rumkutschieren. Am Ende. Das bringt ja auch wenigstens so ein bisschen was. Es muss sich ja lohnen. Keiner. Wirklich keiner. Und ich springe runter. Danke, Luna. Hey, jetzt quatscht noch jemand. Aber so wirklich ein Lebenspünktchen. Ah. Ach komm, ey. Luna, bist du sicher, dass du weißt, was du dir hier gerade antust? Dass ich bis eben geschlafen habe. Da ist mir alles recht. Oh, ja, geil. Ja, geschlafen hätte ich auch gerne. Wah! Hi, Drache.
ja. Map kommt erstmal nach da oben. Öchen. Willst du müssen nur so ein paar Fähigkeiten schon mal haben? Achso. So lange drauf gewartet. Drachen. Drache. Drache tot. Drache weg. Geht schneller. Sag mal. Du musst nicht gleich andere Leute schlagen, Luna. Die verschwinden. Die verschwanden und kamen nie wieder. Ach. Du, ja, wo? Oh Gott. Wo auch immer das sein mag. Da war ich auch noch nicht. Ist das überhaupt auf die... Ach, du... Wie gut schon sein. Gehen wir ins Bett. Gute Nacht zusammen. Okay, ich komme dann gleich nach oben. Und gute Nacht sagen. Mein Schnuckipuh. Gib mir noch kurz die eine Quest ab und harmoniere mich mit dem komischen Ding da. So. Dann komme ich kurz hoch. Ja, komm. Was kriege ich jetzt? Pyrrhischer Pfeil. Nett. So. Geil. Geiler Move. So, warte, einmal ganz kurz harmonisieren. Dann gehe ich einmal ganz kurz hoch. Dann bin ich gleich wieder da. Yeah.